Streifen macht alles noch schlimmer. Unsere Erde hüllt sich in Nebel ein und alles Leben verschwindet für immer. Sind wir wirklich kampflos zum Sterben bereit? Und das Gift berieselt das Land. Beschissene Sänger mit Verfolgungswahn. Ja, meine von den Medien der mächtigen, manipulierten Opferlämmer und Aluhutverweigerer, seid nicht so dumm, wie ich aussehe und glaubt mir endlich. Das sind keine harmlosen Kondensmilchstreifen dort am Himmel, sondern tödliche Chemtrails. Chemtrails, die von den reichen Eliten aus Passagierflugzeugen mit unsichtbaren Tanks auf die hilflose Erde hinabgesprüht werden, um alles Leben für immer zu vernichten, das Wetter zu kontrollieren und uns Menschen wahnsinnig zu machen. Chemtrails! Okay, beim letzten Punkt, da hatten Sie mich. Da sprechen Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, oder? Chemtrails! Aber helfen Sie mir, ich komme durcheinander. Diese weißen Wasserdampfstreifen, beziehungsweise wie studierte Verschwörungstheoretiker sie nennen, Chemtrails. Chemtrails! Wozu sind die nun eigentlich genau da? Also zur Wettermanipulation, Gedankenkontrolle oder Auslöschung alles Lebens? Ja, alles drei und noch viel mehr! Chemtrails! Das verraten die uns ja nicht. Wer denn überhaupt? Und warum? Also, die Reichen und Mächtigen aus diesen Geheimeliten. Chemtrails! Die wollen unsere schöne Erde kaputt machen und dann bei Champagner und dicken Zigarren in ihren unterirdischen Luxusbunkern sitzen und uns arme Tote auslachen. Chemtrails! Naja, gut, also das klingt für mich jetzt nur nach einem so mittelgut ausgearbeiteten Masterplan. Haben Sie denn Beweise dafür? Oder? Naja, da muss man ja doch nur mal die Augen aufmachen, wie wir alle manipuliert werden. Durch Chemtrails, Chemtrails fallen einmal jedes Jahr sämtliche Blätter von den Bäumen. Nachts wird der Himmel überhaupt nicht mehr hell. Im Winter wird die Temperatur runtergedreht und aus den Wolken rieselt weißes Chemiepulver, das Koks Gottes, um uns alle zu vergiften. Chemtrails! Überhaupt, ich meine, Winter. Das ist doch alles nur eine Erfindung der Bekleidungsindustrie. Ich meine, wäre der echt, würde es den ja wohl in allen Ländern gleichzeitig geben, oder? Aha, ja. Und woher wissen Sie das? Und warum wir alle nicht? Naja, weil sich alle von den elitengelenkten Manipulatoren für dumm verkaufen lassen. Chemtrails! Man muss nur den trügerischen Verstand ausschalten und auf das laute Rauschen der Wahrheit im Kopf hören. Chemtrails! Denn auch wenn man uns heute auslacht und für wirre Geisteskranke hält, wir sind die Schlauen mit dem wahren Durchblick. Ja, gut, also wenn man schlau im Sinne von sehr, sehr bekloppt benutzt, dann mag das ja stimmen. Chemtrails! Auch bekannt als Dunning-Kruger-Effekt. Das Phänomen, dass sehr dumme Menschen oft gar nicht in der Lage sind zu verstehen, dass sie dumm sind und sich stattdessen für deutlich schlauer als andere Menschen halten. Ich kann das gar nicht hören. Dazu bin ich viel zu schlau. Nein. Sie kleiner, dicker Systemclown. Mich können Sie mit Ihren ausgedachten Lügenfakten nicht manipulieren. Chemtrails! Nein. Ich habe nämlich meine Plazenta bei Vollmond an einer Weggabelung im Fichtenwald vergraben, um Werwölfe wie Sie von mir fernzuhalten. Ja, in your face, Fat Man. Chemtrails! Tja, so sind wir Menschen nun mal, ne? Wer zu blöd und zu faul ist, sich mit echten Problemen auseinanderzusetzen, der erfindet halt welche. Chemtrails!